Bergson mit ganzer Seele lesen, das war Wladimir Jankelevichs Anliegen. Der Philosoph und Musikwissenschaftler lebte von 1903 bis 1985 in Frankreich. Sein Erstlingswerk von 1959 widmete er seinem intellektuellen Ziehvater Henri Bergson. Er wollte dessen Werkgeschichte nachvollziehen. Niemand zuvor hat Bergsons philosophische Probleme derart gründlich interpretiert. Noch heute gilt Jankelevichs Henri Bergson als einzig relevanter Gesamtkommentar zum Werk des großen Moralphilosophen. Als herausragender Denker bleibt Bergson unvergessen. Jankelevich betrachtet all seine schillernden Facetten. Das ist einerseits der kanonische Bergson, ein Klassiker auch in der deutschen Philosophie. Bergsons Ruhm ist geknüpft an den Begriff Élan Vital, die Lebensphilosophie. Jankelevich ordnet diesen Ansatz in das Gesamtwerk seines Meisters ein. Er zeigt, wie folgenreich der Élan Vital für Bergsons Denken war. Auf zwei Schriften legt er dabei einen besonderen Fokus. Das ist einerseits Zeit und Freiheit, Bergsons Dissertationsschrift von 1889. Es ist aber andererseits auch die beiden Quellen der Moral und der Religion, Bergsons letzte publizierte Monographie von 1932. Andererseits wird hier aber auch ein bisher unbekannter Bergson gezeigt. Jankelevich betont zum Beispiel die Idee der Negativität im Bergsonschen Denken. Dabei weist er auch auf das Motiv der Nostalgie und auf die Figur der Unumkehrbarkeit hin. Philosophische Themen im Werk Bergsons, die bisher nicht ausreichend betrachtet wurden. Jankelevichs Henri Bergson ist weit mehr als die Fleißarbeit eines eifrigen und geschickten Denkers. Jankelevich nähert sich Bergson in 7 Kapiteln, die jeweils unter einem wichtigen Begriff stehen. Von Freiheit über das Leben bis hin zum Heroismus. Die wegweisende Auseinandersetzung mit dem Lebensphilosophen gelingt, ohne dass dabei dessen Komplexität in die Form einer zu simplen Erklärung gebracht wird. Aus diesen Gründen gehört Jankelevichs Interpretation selbst zum Kanon der Philosophie. Nicht nur nimmt der Philosoph grundlegende Ansätze seiner späteren Schriften vorweg, auch lässt sich sein sprachlicher Reichtum bis zu diesem Erstlingswerk zurückverfolgen. Jankelevichs unnachahmlicher Stil, seine gewagten Wortschöpfungen, sein drängender, zuweilen abrupter Ton, sind dabei eine echte Herausforderung für jeden Übersetzer. Die Übersetzung von Henri Bergson wird einem höchsten Maße aufschlussreichen und kanonischen philosophischen Text endlich auch in deutscher Sprache zugänglich machen. Dabei ist schon jetzt zu sagen, dass die Übersetzung selbst einen ästhetischen Eigenwert aufweisen wird. Mit Ihrer Unterstützung möchten wir diesen Schritt wagen. Wir möchten Jankelevichs bedeutendes Werk endlich auch in deutscher Sprache übersetzen. Wir möchten Henri Bergson endlich einem deutschsprachigen Publikum zugänglich machen. Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience, et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes, car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.